WDR 5. Neugier genügt. Mit Thomas Koch. Und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, der heute seinen Geburtstag feiert. Umso mehr ein herzliches Willkommen nach Wien und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Professor für Internationales Recht und Menschenrechte an der Uni Wien, Manfred Nowak. Guten Tag, Herr Nowak. Guten Tag, herzlichen Dank. Bevor ich Sie näher vorstelle, glauben Sie ans Schicksal? Nein. Gar nicht? Sehr, sehr wenig. Also natürlich kommt man hier und da ins Wanken, wenn Dinge zusammentreffen, die als reiner Zufall erscheinen. Und man fragt sich, ist das wirklich Zufall? Aber im Prinzip glaube ich nicht ans Schicksal. Also, dass heute der UN-Gedenktag gegen Folter ist und dass der seit 1997 auf Ihren Geburtstag fällt, das ist dann kein Schicksal. Das ist ein Zufall. Das ist ein interessantes Zusammentreffen, ja, stimmt. Aber es hat einfach mit den Daten zu tun, an denen die UNO-Konvention gegen die Folter in Kraft getreten ist und interessanterweise auch die Europäische Konvention zur Verhütung der Folter beschlossen wurde. Aber das ist ein reiner Zufall, dass das mit meinem Geburtstag übereinstimmt. Und dass das Thema Folter dann für Sie auch so ein wichtiges Thema wurde. Sie arbeiten seit 1994 als Menschenrechtsexperte für die UNO, waren Richter am Internationalen Gerichtshof in Bosnien-Herzegowina bis 2010, Sonderberichterstatter über Folter der UN-Menschenrechtskommission, haben aus diesen Erfahrungen aktuell ein Buch veröffentlicht, Folter, die Alltäglichkeit des Unfassbaren, heißt es. Und was macht das Thema für Sie so wichtig, dass Sie an Ihrem Geburtstag mit uns drüber sprechen wollen? Weil ein leichtes Thema ist es ja nicht. Sicherlich nicht. Und Folter ist nicht nur für mich, sondern für viele Menschen geradezu der Inbegriff einer der schwersten und brutalsten Menschenrechtsverletzungen, die man sich vorstellen kann. Also wenn Menschen an wirklich brutale Menschenrechtsverletzungen denken, vom Mittelalter bis in die Gegenwart, fällt sofort eigentlich die Folter eher ein, als wenn jemand getötet wird oder verschwindet oder sonstige schwere Verletzungen. Zu Recht, weil Sie haben es ja sicherlich aus einer Perspektive erlebt, die meisten Menschen nicht haben. Das stimmt, diese 6 Jahre als UNO-Sonderberichterstatter über Folter waren unglaublich lehrreich, weil ich durch die UNO die Möglichkeit hatte, die man sonst eigentlich ganz selten nur bekommt, unangekündigte Besuche in allen möglichen Haftanstalten, von Strafvollzugsanstalten über Untersuchungsgefängnisse, Polizeidienststellen, Geheimdienststellen, Militär, psychiatrische Einrichtungen, aber unangekündigt zu besuchen und dort mit den Menschen, die dort sind, also mit den Häftlingen vor allem, aber auch mit dem Personal, vertrauliche Gespräche führen zu können und dadurch auch wirklich zu erkennen, wie groß ist oder wie verbreitet ist die Folter, aber auch wie sind die Haftbedingungen, wie werden diese wahrgenommen, und für viele Menschen sind die sogar schlimmer als die Folter, die sie am Anfang gehabt haben, um ein Geständnis zu erpressen von ihnen. Aber was passiert, wenn man unangekündigt vielleicht in einer Diktatur vor einem Gefängnis steht, mit den UNO-Insignien ausgestattet zwar und an die Tür klopft und sagt, ich will mir mal eure Haftbedingungen ansehen? Die Regel ist, dass die Leute, die einem die Türe öffnen, zuerst einmal skeptisch sind und sagen, haben Sie eine Genehmigung oder was immer. Aber wenn so ein Besuch gut organisiert ist, und darauf habe ich sehr viel Wert gelegt, dass eben bei den ersten Gesprächen schon mit der Regierung, mit den zuständigen Ministern, dass diese wirklich an alle Haftanstalten eine Weisung schicken, um zu sagen, Herr Nowak mit seinem Team ist jetzt für 2-3 Wochen im Land und hat das Recht, unangekündigt Sie jederzeit zu besuchen, kooperieren Sie mit ihm. Natürlich versucht man, Zeit zu gewinnen, um noch irgendetwas zu putzen oder Leute wegzuschaffen, aber in der Regel gelingt das nicht mehr. Und in vielen Staaten war das auch dann schon so weit verbreitet, dass sie sofort gesagt haben, okay, wir haben ohne dies damit gerechnet, dass sie kommen und sie können sich frei bewegen, und
jene Zellen oder auch Verhörräume oder was immer inspizieren, wie sie es wollen. Das heißt, diese offizielle Genehmigung von einer Behörde des Landes, die war schon notwendig, um überhaupt sich aufzumachen in das Land? Natürlich, bevor mich eine Regierung einlädt, und ich kann ja nur in ein Land kommen mit Einladung einer Regierung, die kann man natürlich versuchen zu bekommen durch allen möglichen Druck, aber letztlich ist es die Entscheidung jeder Regierung, ob sie mich einlädt oder nicht. Nur habe ich dann sehr deutlich gemacht, wenn sie mich einladen, dann sind das meine Arbeitsmethoden und da möchte ich auch eine schriftliche Bestätigung haben, dass sie diese respektieren. Und bei meinem ersten Besuch dann eben auch entsprechend, ich habe sogar einen Brief immer mitgehabt in der jeweiligen Landessprache, den ich auch noch den Leuten an der Türe zeigen konnte mit der Unterschrift des zuständigen Ministers, zu sagen, das sind meine Rechte, ich kann auch Fotokameras, ich kann auch mein ganzes Team einschließlich forensischer Experten mitnehmen, wir können drinnen wirklich uns völlig frei bewegen und auch Fotos und Videoaufnahmen machen, um einfach die Folter und auch die Haftbedingungen besser dokumentieren zu können. Sie waren in den 6 Jahren in 18 Ländern, 18 verschiedenen Ländern. Die werden auch in dem Buch entsprechend vorgestellt, die Inspektionen, die Sie dort gemacht haben. Große Länder, kleine Länder, Diktaturen, Demokratien in allen Erdteilen, einige ganz weit weg, einige auch ganz, ganz nah. Können Sie beispielhaft an einer dieser Inspektionen erklären, wie diese Untersuchungen abliefen? Ich nehme jetzt ein positives Beispiel Uruguay, weil dort eine Regierung ist, die wirklich daran interessiert ist, von einem unabhängigen UNO-Experten eine Gesamteinschätzung zu bekommen, und zwar auch eine kritische Einschätzung, das heißt, die voll kooperiert hat. Das heißt, ich komme in das, also zuerst wird das vorbereitet, indem man mit dem Botschafter in Genf spricht und sich natürlich einmal ein Datum ausmacht, wann jetzt diese Mission stattfindet. Dann wird das natürlich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf, aber auch ein tolles Team am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte hier in Wien gehabt. Und das heißt, wir haben das gesamte, die Gesetzgebung, aber auch die Praxis aufgrund von allen uns zugänglichen Informationen gut vorbereitet, aber auch letzte Informationen bekommen von Amnesty International, von Human Rights Watch und so weiter. Was sind im Moment die berüchtigsten Haftstätten? Wo sind Leute erst vor einer Woche gefoltert worden? Das heißt, soweit man kann, diese Informationen zu bekommen, sobald man oder bevor man in das Land fährt. Dort kommt man an, hat am ersten Tag eigentlich die hochrangigen Gespräche mit Regierungsvertretern, wo nochmals der gesamte Sinn und auch die Möglichkeiten dieser Mission besprochen werden, wo auch gewisse Rechtsfragen noch einmal abgeklärt werden. Und dann ist auch gegenüber der Regierung klar, jetzt bin ich frei und auch unbeobachtet. Das heißt, ich sage nicht, wohin ich fahre. Ich habe dort die Unterstützung durch die UNO vor Ort, also mit Autos und allem, was man braucht, Dolmetscher natürlich sehr oft. Und dann beginne ich meistens in einem Untersuchungsgefängnis, das heißt, dorthin zu fahren und zu fragen, wer sind die Leute, die in den letzten 2 Wochen von der Polizei hierher überstellt wurden, um die einmal zu fragen, seid ihr gefoltert worden? Oder wenn ja, gibt's da auch noch Spuren, physische Spuren, die ein forensischer Experte sich anschauen kann? Aber vor allem, um konkrete Informationen zu bekommen, von welchen Polizeidienststellen kommt ihr? Wie sieht es dort aus? Wo wird gefoltert? Wie sind die Räume? Das heißt, sich, bevor man in eine Polizeidienststelle geht, sich schon möglichst genau beschreiben zu lassen, wo eigentlich die Verhöre stattfinden, weil das ist in der Regel der Ort, wo auch gefoltert wird. Man kann sich dann auch, wenn die Leute sagen, wir sind nicht gefoltert worden, aber wir wissen, dort gibt's jemanden, der wurde vor 3 Wochen gefoltert. Das heißt, man kann sich so weiterleiten und dann doch mit jenen Leuten in Kontakt kommen, die selbst gefoltert wurden. Und dann versucht man, natürlich müssen die auch nicht mit mir sprechen, die können auch Angst haben. Das heißt, wir stellen uns immer vor, ich sage, was ist der Sinn dieser Mission, was können wir auch nicht. Ich kann die Leute nicht aus dem Gefängnis befreien, auch wenn sie meinen, sie sind unschuldig hier. Aber ich kann versuchen, ihre Haftbedingungen zu verbessern, also möglichst Klarheit schaffen, auch Vertrauen herstellen. Und dann frage ich immer, und wer von Ihnen ist bereit,
zu einem individuellen Interview, weil vertrauliche Interviews müssen natürlich immer mit einer Person allein geführt werden. Und das hängt dann von dem Land ab. Es gibt Länder, wo die Leute sehr große Angst haben und nicht wirklich bereit sind zu sprechen. Mhm. In Uruguay war das überhaupt kein Problem. Wir haben dort relativ wenig Folter gefunden, aber katastrophale Haftbedingungen, die so schlecht waren, nämlich die physischen Zustände, also alte Gefängnisse, aber die völlig überfüllt waren mit hygienischen Zuständen, die unbeschreiblich sind, was also wo zum Teil einfach wirklich die Leitungen offen waren und das Abfall- und Abwassersystem, also es, der Geruch allein war schon unbeschreiblich, wo ich dann auch am Schluss gesagt habe, dass gewisse Teile von Gefängnissen einfach unzumutbar sind, unmenschlich sind und auch sofort geschlossen werden müssen. Aber daran und das hatten, hat die Regierung dann auch sofort getan. Weil die ein Interesse daran hatten, das genau von Ihnen zu erfahren auch. Also was mich eigentlich gewundert hat, war, dass es ja auch nationale Mechanismen gibt. Es gibt einen parlamentarischen Kommissär, der auch die Möglichkeit hat, in Gefängnisse zu gehen. Aber dass doch mein Bericht sehr, sehr viel Wirbel gemacht hat. Mhm. Und auch heute noch bekannt ist, ich war erst vor kurzem wieder in Uruguay zu einem Follow-up, wo wir jetzt die Regierung unterstützen, meine Empfehlungen von damals umzusetzen. Er hat sehr, sehr viel bewirkt in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es wirklich eine Gefängniskrise in dem Land gibt und derzeit wird daran gearbeitet, die zu beheben. Manfred Nowak ist zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Der Professor für internationales Recht war 6 Jahre lang Sonderberichterstatter über Folter der UN-Menschenrechtskommission. Am heutigen Internationalen Tag gegen Folter haben wir ihn eingeladen in die Redezeit. Sie sagten, das war ein positives Beispiel. Untertitel des Buches, die Alltäglichkeit des Unfassbaren. Was muten Sie uns an diesem doch in weiten Teilen sonnigen Vormittag zu, was die negativen Beispiele angeht, Herr Nowak? Also die beiden einzigen von diesen 18 Ländern, in denen ich wirklich systematische Folter gefunden habe, das war zum einen Nepal, wo ich im Jahr 2005 war und wo der Konflikt, der bewaffnete Konflikt zwischen damals noch dem König und allen anderen Kräften, das Parlament war aufgelöst, alle Parteien verboten, aber vor allem auch mit den Maoisten, die einen guten Teil des Landes schon kontrolliert haben. Und hier wurde wirklich systematisch durch die Polizei, durch das Militär, aber auch durch die Maoisten gefoltert mit zum Teil sehr, sehr brutalen Methoden. Und das zweite Land war Äquatorial-Guinea, eine klassische Diktatur im Zentrum Afrikas, aber am Meer, also südlich von Kamerun, nördlich von Gabon, ein relativ kleiner Staat, eine Diktatur, wo wirklich mehr oder minder jede Person, die wir in der Haft gefunden haben, gesagt hat, ich wurde gefoltert. Das waren zum Teil politische Gefangene, aber auch ganz normale Menschen, die einer Straftat verdächtig waren. Mhm. Wie ist das, wenn Sie dann plötzlich, Sie kommen rein in ein Gebäude, draußen ist die Welt vielleicht noch in Ordnung und ich habe das Cover Ihres Buches hier vor mir, das ist wahrlich nicht reißerisch, da steht ein leerer Stuhl in einem verrotteten Raum vor einer grün schimmernden Wand und man mag sich vorstellen, was dort passiert ist. Wie ist das, wenn Ihnen dann klar wird, was diesen Menschen in diesen Räumen zugestoßen ist, was man mit ihnen gemacht hat? Es ist letztlich unvorstellbar, also eben unfassbar in diesem doppelten Sinn des Wortes. Man kann versuchen, sich in das Leiden dieser Menschen hineinzuversetzen, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad, weil es immer natürlich eine Versuchssituation ist, was Menschen erleiden, die zum einen gefoltert werden, ob das jetzt eine physische Folter ist, die oft wirklich sich durch viele Tage und Wochen hinzieht, bis man diese Person so weit hat, dass sie das sagt, was man eigentlich von ihr will. In der Regel ein Geständnis, oft sind das Informationen. Aber sehr oft ist es auch wirklich diese Einschüchterung zu zeigen, wer ist hier der Stärkere von uns beiden. Du bist völlig in meiner Gewalt, ich kann dich aufhängen, ich kann dir was immer, ich will jetzt keine genauen Foltermethoden hier zeigen, aber Sie können sich vorstellen, was ich meine.
Aber dann vor allem auch dieses völlig ausgeliefert sein. Jetzt hat die Person gestanden, ob sie dieses Delikt begangen hat oder nicht, spielt dann eigentlich gar keine Rolle mehr. Und dann wird sie irgendwo in ein Untersuchungsgefängnis gesteckt, und eigentlich sehr oft vergessen. Die Leute sitzen für Jahre in Untersuchungshaft, oft auch unschuldig, unter fürchterlichsten Bedingungen. Und irgendwann einmal werden sie dann vielleicht noch verurteilt. Aber das ist gar nicht mehr so wichtig. Es ist die Macht der Polizei, Leute einfach zu sagen, du bist ein Verbrecher und du gehörst weggesperrt. Also wie gesagt, oft sind die Haftbedingungen für die Menschen das noch Schrecklichere. Die Empörung und das Unfassbare aus Ihrer Sicht oder aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal, ist nachvollziehbar. Ist es Ihnen dann auch passiert, dass diejenigen, die es tun, diejenigen, die es erleiden, dass es für die eigentlich sogar fast schon eine gewisse Normalität hat? Ja, das ist eigentlich das Erschreckende, dass in den meisten Staaten der Welt das zwar als nicht etwas Positives, aber als etwas Notwendiges, als eine Art Kavaliersdelikt gesehen wird, was sich auch zeigt, dass wenn auch wirklich erst Folter nachgewiesen wird, sehr oft dann die Strafen, die diese Menschen dafür bekommen, minimal sind. Irgendwie eine Disziplinarstrafe, dass man für ein halbes Jahr keine Gehaltserhöhung bekommt oder solche Dinge, die aber dann von den zuständigen Behörden als eine gerechte Strafe gesehen werden. Das zeigt also schon, dass Folter nicht dort eingeordnet wird, wo Folter hingehört, nämlich eine der schwersten Verbrechen, ähnlich wie Mord oder sonstige Gewaltverbrechen. Also Folter als Teil einer kulturell fast verankerten und legitimierten Gewalt? Es ist wirklich in den meisten Staaten der Welt. Ich habe von den 18 Staaten, die ich besucht habe in offizieller Mission, habe ich in 17 Staaten Folter festgestellt. Manchmal auch wirklich Einzelfälle wie in Uruguay oder auch in anderen Staaten, aber doch in mehr als der Hälfte ist es eine weit verbreitete Praxis bis hin zur systematischen. Und das bedeutet, dass es eigentlich in Kauf genommen wird. Es wird zwar immer offiziell abgestritten, aber in Wirklichkeit weiß jeder Mensch dort, aber auch es wissen die Politiker, es wissen die Richter, es wissen die Staatsanwälte und so weiter, dass gefoltert wird, aber man sagt, es ist ein notwendiges Übel, weil die Polizei keine bessere Ausrüstung hat, durch Sachbeweise wie DNA und so weiter wirklich festzustellen, wer ein Verbrechen begangen hat. Dann ist der einfachere Weg einfach irgendjemanden, oft sind das wirklich die Ärmsten, Obdachlose und so weiter, festzunehmen und so lange zu prügeln, bis sie diese Straftat gestehen. Beim Thema Folter kann man gleich in zweifacher Hinsicht für Abstand sorgen. Einmal zeitlich, man sagt, na, Folter, das ist was aus dem Mittelalter. Einerseits geografisch, indem man sagt, das sind irgendwelche kleinen Schurkenstaaten, Diktaturen weit weg. Da ist man wahrscheinlich auf dem Holzweg. Das stimmt, Folter gibt's überall. Ich habe, wie gesagt, nur ein Land, das war Dänemark, und Grönland gefunden, wo es wirklich keinerlei Hinweise auf Folter gab. Aber auch in anderen europäischen Staaten, die ich besucht habe, von Georgien über Moldawien bis Griechenland, gibt es Folter und gibt es wirklich sehr, sehr schlechte Haftbedingungen. Aber wenn Sie sich die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anschauen, in der Russischen Föderation ist Folter sehr, sehr weit verbreitet, in der Türkei nach wie vor, in der Ukraine und so weiter, aber auch in anderen Staaten wie Frankreich oder auch Österreich hat es Fälle gegeben, zugegeben Einzelfälle, aber in denen Menschen, sehr oft auch Ausländer, von einer ausländerfeindlichen Polizei auch gefoltert wurden. Nun geht es Menschen bei so einem Thema ja meist auch darum, festzustellen, ob es besser oder schlechter wird. Und wenn man an das düstere Mittelalter natürlich nicht zurückdenkt, aber versucht, es sich vorzustellen, dann werden die meisten Menschen zu dem Schluss kommen, dass man sagt, naja, die Aufklärung, die Idee des Humanismus, das hat doch letztendlich dazu geführt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Sind wir das? Was die rechtliche Anerkennung der Folter betrifft, ja, natürlich. Früher im Mittelalter war die Folter ja in den Strafprozessordnungen, vorhin der Karoliner von Kaiser Karl V. ausdrücklich festgelegt. Es wurde genau festgelegt, für welche Delikte man mit welchen Methoden, wie lange und so weiter gefoltert werden durfte. Im Zeitalter der Aufklärung, des Rationalismus, auch des Humanismus, wurde die Folter zurückgedrängt und dann
rechtlich verboten. Das heißt, es gibt heute keinen Staat, der rechtlich ausdrücklich anordnet, dass gefoltert werden darf, obwohl das wiederum im Kampf gegen den Terror in den USA sogar diskutiert wurde. Aber es gibt keinen. Das heißt, es ist absolut verboten. Aber in der Realität heißt das nicht, dass die Folter aufgehört hat zu existieren. Und Amnesty International hat einmal das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Folter definiert und damit nicht nur den Nationalsozialismus und den Faschismus und den Kommunismus, Stalinismus gemeint, sondern sehr wohl auch zum Beispiel, was die Franzosen im Algerienkrieg getan haben, was in den lateinamerikanischen Militärdiktaturen der 70er Jahre passiert ist, in Griechenland zwischen 1967 und 1974 und so weiter. Wenn man sich das alles ansieht, kann man schon sagen, dass die Menschenrechtsbewegung vieles bewirkt hat, nämlich nicht nur ein absolutes Verbot, sondern eine deutliche Verbesserung, gerade in Lateinamerika, in den ex-kommunistischen Staaten mit den Revolutionen 1989, in Südafrika und in vielen anderen afrikanischen Staaten. Trotzdem komme ich zu dem Schluss, dass die Folter in mehr als der Hälfte aller Staaten, auch im 21. Jahrhundert, noch weit verbreitet ist. Das heißt, in der Realität hat sich zwar schon etwas verbessert, aber das ist eher regional und man muss sich auf der globalen Ebene wirklich bessere Methoden überlegen, um Folter wirksam zu bekämpfen. Viele sehen im 11. September 2001 einen, ja vielleicht nicht Wendepunkt, aber einen Knick in dieser Entwicklung. Die USA richteten danach das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba ein. Waren Sie jemals dort? Ich habe mit den USA einen Termin ausgemacht, um Guantanamo zu besuchen, musste diesen Besuch aber letztlich, der war im Dezember 2005, letztlich dann absagen, weil die USA nicht bereit waren, mir vertrauliche Gespräche mit Häftlingen zuzusichern. Ich habe aber gemeinsam mit anderen UNO-Sonderberichterstattern einen ausführlichen Bericht zur Situation in Guantanamo Bay gemacht, auf der Basis von Interviews mit damals schon entlassenen Guantanamo-Häftlingen und einfach sehr, sehr viel sonstigen Informationen, die wir gesammelt haben, haben wir im Februar 2006 klar auch zu den Schluss gezogen, dass das gesamte Lager rechtswidrig ist und so schnell wie möglich geschlossen werden müsste, was im Prinzip sogar von der Bush-Regierung akzeptiert wurde und von der Obama-Regierung und von Präsident Obama selbst sehr, sehr zu einem der Prioritäten seiner Präsidentschaft gemacht wurde. Leider ist er bisher bei seinen Bemühungen, Guantanamo zu schließen, gescheitert. Aber diese Folter, die wir damals festgestellt haben, die gibt es heute meines Wissens nicht. Aber die bloße Tatsache, dass die noch immer weit über 100 Menschen dort festgehalten sind und nicht wissen, wie lange sie dort bleiben sollen, auch diese Situation kann man schon als Folter oder unmenschliche Behandlung qualifizieren. Und es gilt dann auch zu vermerken, dass die USA ihnen nicht die Genehmigung gegeben hat im Vergleich zu anderen Ländern wie China. Da hat man sie, glaube ich, dann fast sogar mehr unterstützt. Naja, China wurde sehr, sehr lange vorbereitet. Es stimmt, ich konnte in China im Prinzip meine Arbeitsmethoden umsetzen. Das heißt, ich konnte auch wirklich unter vier Augen mit den Häftlingen sprechen, obwohl mich die chinesische Regierung oder die Geheimdienste natürlich ständig überwacht haben. Aber diese Gespräche blieben vertraulich und ich konnte auch einen doch, glaube ich, sehr umfassenden Bericht über die Situation in China generell, aber insbesondere dann auch, ich bin nach Tibet gefahren und auch nach Xinjiang, also Urumqi, also in die beiden schwierigsten Gebiete Chinas, um dort auch wirklich vor Ort mit den entsprechenden, vor allem politischen Häftlingen sprechen und deren Situation beschreiben. Man wollte sie dort aber, glaube ich, auch ein bisschen für dumm verkaufen, wenn ich mich richtig erinnere an ihr Buch, dass man so gesagt hat, sie machen jetzt mal Mittagspause und die Häftlinge müssen sich jetzt auch erholen. Natürlich sind das Versuche, meine Fact-Finding-Methoden so weit wie möglich zu beschränken, gibt es in fast allen Staaten, also mit wenigen Ausnahmen. Und die Chinesen haben alles Mögliche versucht, um wie gesagt, uns auch gewisse Gefängnisse zu verheimlichen, die neu eröffnet wurden und so weiter. Aber bis hin, dass massive Eingriffe, dass Personen aus dem Zug geholt wurden, um
nicht mit mir zusammentreffen zu können oder ein berühmter Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng sogar also wirklich bedroht wurde und nur weil er sich mit mir treffen wollte und so weiter. Das heißt, das waren schon massive Einschränkungen, die aber trotzdem nicht meine Möglichkeiten wirklich genommen haben, die Situation entsprechend zu untersuchen, dokumentieren und auch zu entsprechenden Schlussfolgerungen zu kommen. Wenn es in einer Gesellschaft Folteropfer gibt, dann gibt es auch Folterer, die dann ihre Arbeit beenden und die Haftanstalten oder diese Zimmer dann entsprechend verlassen und normal in einer Gesellschaft leben. Was sind das für Gesellschaften, in denen dann die Menschen, die diese unfassbare Gewalt ausüben, auch ihren Platz haben? Das sind leider sehr viele Gesellschaften, nicht nur in Diktaturen. Natürlich sind Demokratien besser gewappnet gegen Folterungen. Und es geht auch nicht um die Einzelpersonen, die gibt es überall, sondern es geht darum, dass es nicht nur eine Demokratie gibt, sondern eine, die wirklich sagt, keine Toleranz gegenüber Folter. Und das bedeutet auch, dass innerhalb der Sicherheitskräfte es keinen Chorgeist mehr gibt, der Leute dazu greifen lässt, dass sie Personen, die foltern, dann decken, weil es ist immer schwierig zu beweisen, weil es ja in der Haft und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dass auch wirklich, wenn es Misshandlungsvorwürfe gibt, dass jeder einzelne Vorwurf von einer unabhängigen Instanz überprüft wird und so weiter, dann erst kann man davon sprechen, dass hier alles getan wird, um Folter zu verhindern. Das neueste Instrument, das meines Erachtens sehr erfolgversprechend ist, wurde durch ein Zusatzprotokoll zur UNO-Folterkonvention geschaffen. Das heißt, die Einrichtung von nationalen Untersuchungskommissionen, die eben auf der nationalen Ebene ständig, regelmäßig alle Haftanstalten inspizieren und zwar eben auch unangekündigt besuchen und mit den Häftlingen drüber reden. Wenn das wirklich in allen Staaten eingeführt wird, dann glaube ich, hat das eine sehr, sehr starke abschreckende Wirkung. Wünschen Sie sich auch, dass Folter entsprechend bestraft wird für die sie ausüben und anordnen? Natürlich. In der UNO-Konvention gegen die Folter ist das sogar vorgesehen. Es ist ausdrücklich eine Verpflichtung aller Staaten, dass sie die Folter zu einem Strafdelikt machen, aber eben ein Verbrechen mit entsprechenden Sanktionen. Und das heißt eine langjährige Haftstrafe, wenn man jemanden wirklich Folter in diesem Sinn, das heißt die Zufügung schwerer Schmerzen oder Leiden zu einem ganz bestimmten Zweck gegenüber einer wehrlosen Person. Wenn man das jemandem nachweisen kann, dann soll diese Person auch wirklich über viele Jahre hinter Schloss und Riegel kommen. Manfred Nowak, Professor für internationales Recht. Sie haben 6 Jahre lang als Sonderberichterstatter über Folter für die UN-Menschenrechtskommission gearbeitet. Auf welchen Tag, auf welches Ereignis blicken Sie mit großer Freude zurück? Da gibt es viele Dinge, vor allem dann, wenn Staaten auch wirklich bereit sind, meine Empfehlungen umzusetzen. Ich habe schon Uruguay genannt, das ist ein gutes Beispiel. Ähnliches gilt auch für Paraguay zum Beispiel. Aber hier in Europa, Moldawien hat sehr, sehr viel getan. Wie ich Moldawien besucht habe, war dort wirklich die Folter noch sehr weit verbreitet. Und heute ist die Situation deutlich besser. Das heißt, das sind alles Dinge, wo man das Gefühl hat, man ist nicht ein Mahner in der Wüste, sondern die konkrete Tätigkeit, die Untersuchung führt auch zu ganz konkreten Verbesserungen. Das freut mich. Togo, ein anderes Beispiel, ich war erst vor einem Monat in Togo und war sehr, sehr beeindruckt von der Bereitschaft der derzeitigen Regierung, auch wirklich alles zu tun, um Folter und auch fürchterliche Haftbedingungen in diesem Land, also eine Überfüllung von Gefängnissen, die sind mehr als dreifach überbelegt, das wirklich zu verändern. Und wo ich dann auch mit den entsprechenden Entwicklungsorganisationen, sei das jetzt das UNO-Entwicklungsprogramm, aber auch die GIZ in Deutschland oder die Europäische Union, zusammenarbeite, um auch den Regierungen dabei zu helfen, dann entsprechende Renovierungen von Gefängnissen vorzunehmen, aber vor allem auch durch eine Justizreform die Anzahl der Häftlinge zu reduzieren und durch Präventionsmechanismen Folter so weit wie möglich auszurotten. Manfred Nowak, Professor für internationales Recht und Menschenrechte an der Uni Wien.
Ihr Buch Folter, die Alltäglichkeit des Unfassbaren. Noch ganz kurz, wie feiern Sie heute noch Ihren Geburtstag? Ich komme gerade aus Bratislava von einer Exkursion mit Studenten und gehe jetzt kurz in mein Büro in die Universität, um das Wichtigste zu machen. Mhm. Aber dann fahre ich nach Hause und feiere den Geburtstag mit meiner Familie. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und Freude dabei. Alles Gute, danke für den Besuch bei WDR 5.